Moin zusammen und herzlich willkommen bei Endless Camping hier aus Ungarn, noch aus Ungarn. Das hier ist das Abreisevideo. Wir reisen ab. Wir haben spontan die Markise eingepackt, weil hier so dermaßen viele Mücken waren. Alles voll, dann noch Ameisen, auch im Wohnwagen Ameisen. Also Viehzeug ist hier echt sehr, sehr viel. Deswegen, für uns geht es jetzt nach Wien. Also wird nur eine kurze Abreise, aber das Video wird definitiv bis zu Hause gehen. Also wird die Abreise einmal unterbrochen. Wenn ihr Bock habt, kommt ihr mit. Und nach dem Intro starten wir auch direkt dann los mit der Fahrt. Platz 3012 war unser. Direkt hier, zweite Reihe zum Balaton. Vielleicht, wenn ihr mal hier seid und er noch da hängt, könnt ihr mal ein Foto machen. So, packen wir es. Angekuppelt ist, Spiegel sind dran. Alte, vollgebrunste, vollgekackte Wohnwagen. Hier sind noch Mücken. Ja, müsst ihr euch mal angucken. Das ist nur ein Bruchteil von dem. Für uns geht es jetzt in Richtung Heimat. Auf geht's. Das muss noch an. Habe ich auf der Hintour ein Desaster gehabt. Habt ihr wahrscheinlich gesehen. Und jetzt flutscht das Butterweich hier rein. Guck mal hier. Richtig geil. Hollandöse noch festmachen. Und dann starten wir durch. Wir sind komplett durchgestartet, sind jetzt weg vom Balaton, stehen jetzt gerade am Bahnübergang. Das heißt, ich kann auch mal so filmen, ich fahre ja nicht.
Wir haben jetzt, ich würde mal sagen, so gut 50 Kilometer haben wir geschafft. War eigentlich gar nicht so schwer der Abschied heute, weil wir hatten so eine Mückeninvasion heute Morgen. Das war so eklig und dann mit den Ameisen im Wohnwagen. Aber wir waren froh, dass wir dann los waren. Also von der Seite ist es in Ordnung. Jetzt geht's hier weiter. Ich melde mich immer mal wieder. Also bis dann. Wir sind in Österreich. Also wir haben jetzt, wie lange haben wir gebraucht? Ungefähr 2 Stunden, 2,5 Stunden. Ich würde sagen 2,5 Stunden vom Balaton jetzt bis zur Grenze. Sind jetzt gerade über die Grenze rübergefahren. Kam eigentlich bisher ganz gut durch. Wobei, ja, die Strecke ist halt schon schrottig. Ne? Also da ist, also die Straßen sind schlecht. Zum Teil auch schon neu gemacht, aber der überwiegende Teil ist schlecht. Aber egal, jetzt haben wir noch gute 100 oder gute 80 Kilometer bis zum Platz in Wien. Das heißt, für uns ist es ja gar nicht so richtig eine Abreise. Es ist eine Abreise. Also, das erstmal dazu. So viel warm draußen, 30 Grad, aber bedeckt irgendwie. Zieht sich irgendwie auch so ein bisschen zu hier über Wien. Ja. Also, viel Neues gibt es im Moment nicht zu berichten. Ich drehe euch mal einfach um. Ich will hier noch ein bisschen rausgucken. So. Könnt ihr ein bisschen looky-looky machen, wie das hier aussieht. Aber, ja, viel ist noch nicht geschehen. Wir sind in Österreich an der Tankstelle, tanken jetzt gerade hier für 1. Keine Ahnung, was haben wir hier, 1,52 oder so, Diesel. Ich bin der Meinung, ist etwas günstiger wie bei uns in Deutschland. Ja, ist auch schon voll der Tank. Da war schon Pinkelpause mal wieder. Machen wir noch einen Klick, machen wir noch rein hier, ne? Klack. So. Dann ist genug. Die Mücken sind alle weggeflogen. Nur noch die Kacke da. Wir sind angekommen auf dem Donaupark, Donaucamping Coaster Neuburg. Wollen wir uns mal einchecken. Das ist jetzt hier bei Wien. Da vorne gehen gleich die Öffis los. Hier machen wir nochmal einen Zwischenhalt. Ja, melden uns jetzt an und bauen uns hier mal auf. Rezeption da. Einmal rum. Achso, ja. Achso. Das sieht doch ganz nett aus eigentlich. Ein bisschen Lavendel hier. Ja, wir sind jetzt eingecheckt hier auf dem Campingplatz. Haben unseren Parkplatz hier, habe ich schon unseren Platz gekriegt, 74. Ging total problemlos, ganz easy. Wir können nur nicht hier irgendwie mit der U-Bahn fahren. Die haben irgendwie schon Schienenersatzverkehr eingerichtet, weil die ja irgendwas umbauen oder so. Aber ist egal, wir kommen nach Wien rein, das passt. Jetzt heißt es hier noch mal kurz warten, bis derjenige durch ist, der auch eincheckt wahrscheinlich. Und dann beziehen wir unseren Platz, bauen ein bisschen was auf. Ja, passt. Wir haben Parzelle bezogen. Haben schnell die Markise ausgeklappt. Relativ stramm. Ich habe hier die Pegipack-Schraubdinger reingeschraubt und teilweise Tellerkopfschrauben. Den einen habe ich jetzt mal ein bisschen so abgespannt hier. Ah ja, ist bombenfest. Eine Sache, da muss ich mal gucken, ob es bei Vigo irgendwie so ein Markisen-Reparaturset gibt oder so. Da war von außen irgendeine Scheiße drauf. Harz oder so, dann Folie raufgeschissen. Hier ist jetzt fast so ein Loch reingeätzt oder so, sieht das fast aus. Da werde ich wohl mal einen Flicken drauf machen müssen. So. Ja, jetzt trinken wir einen Kaffee und dann gehen wir in die Planung für Wien über. Und an der Stelle mache ich hier das Video zu Ende, das Abreisevideo. Oh, danke Erno. Das Abreise, oh heiß. An der Stelle mache ich erstmal Cut fürs Abreisevideo. Wir sehen uns dann auf der Abreise wieder, denn ab hier beginnt jetzt der Teil Wien. Wird natürlich ein extra Video. Also, wir sehen uns wieder übermorgen auf der Abreise. Guten Morgen, hier noch aus Österreich vom Campingkloster Neudorf. Abreise, letzter Teil mitten in Gange. Ich hatte ja einmal unterbrochen für Wien. Das seht ihr dann hier.
Es ist kurz nach 7. Schnell einen Kaffee schlürfen. Ah, herrlich. Schmeckt. Und dann wollen wir durchstarten. Wir haben eine kleine Planänderung gemacht. Wir fahren durch Tschechien jetzt zurück. Das sind knappe 150 Kilometer weniger. Das heißt, jetzt rückweg wollen wir Gas geben. Vielleicht kommen wir heute an, vielleicht nicht. Wie gesagt, wird sich zeigen. Das ist relativ weit, knappe 900 Kilometer. Deswegen mache ich mir jetzt keine großen Hoffnungen, dass wir das heute schaffen werden. Ist auch nicht so schlimm. Deshalb, ja, starten wir halt einfach ganz normal durch, fahren entspannt und schauen mal, wo uns der Weg hinschlägt. Im Zweifel haben wir unser rollendes Hotel bei uns. Von daher können wir uns jederzeit irgendwo hinstellen. Das passt schon. Kein Stress. Wie angekündigt sind wir durchgestartet. Es ist jetzt 9 Uhr. Wir sind aber schon gut eine halbe Stunde unterwegs. Wir sind mäßig gut weggekommen. Da stand noch ein Wohnwagen im Weg. Dann mussten wir noch einen Moment warten. Dann bin ich noch aufgesetzt. Dann wurde ich jetzt hier in Wien gerade noch weggehupt von Einheimischen. Vielleicht die netteste Begrüßung in Wien hier, die ich haben kann. Weggehupt zu werden. Schön die Ortsfremden immer schön gib ihnen. Finde ich super nett. Aber so sind sie halt, die Wiener. Nein, so sind sie nicht. Die waren sehr nett. Die aber nicht. Egal, sei es drum. Wir sind jetzt auf dem Weg Richtung Polen, hätte ich fast gesagt, Richtung Tschechoslowakei. Tschechien, genau. Richtung Tschechien. Entschuldigung. Ja, gerade durch den Tunnel durch hier. Wollen wir dann den Rückweg antreten. Navi sagt, wir sind heute Abend 19 Uhr zu Hause, das wird sowieso nichts. Ich habe ja gesagt, wir machen keinen Stress. Wir pennen auch nochmal, wenn wir irgendwo stehen. Das passt also. Seid dabei. Ich melde mich später nochmal. When you're tired and warm. And you feel like you can't go on. I'll be there to put one foot in front of the other. When you've lost your way. Jawollo, wir haben Tschechien erreicht, sind jetzt gerade in Brünn oder Brünn und durch, ein bisschen gerade dran vorbei. Eigentlich relativ gut durch, muss ich sagen. Das geht. Das ist gar nicht so schlecht hier über Tschechien bisher. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich bin gespannt. Und ihr, denke ich mal, auch. Ich werde mich zwischendurch immer mal wieder melden. Auch wenn wir mal Pinkelpause machen oder so, dann werde ich nochmal kurz was erzählen. Joa, so viel erstmal dazu. Gutes Vorankommen. Jawollo, wir sind ja in Tschechien, machen gerade hier eine Rast, haben getankt, sind ungefähr so circa 50 Kilometer vor Prag oder 40 Kilometer vor Prag, machen jetzt eine Pinkelpause und gucken mal einmal hier nach dem Rechten, einmal hier gucken, ja, ist warm, und wenn die andere Seite genauso warm ist, hier ist schon ein bisschen Berg- und Talbahn gewesen. Gucken wir die andere Seite. Ja, die ist genauso warm. Das heißt, das passt schon so weit. Die laufen auch nicht. Laufen nicht heiß. So weit okay, man verbrennt sich nicht. Das heißt, die kochen nicht ab. Ja, es geht hier schon ganz schön bergauf, bergab. Aber kommen an sich, glaube ich, ganz gut vorwärts zurzeit. Ja, gerade getankt. Ungefähr 1,60 der Liter. Fast wie bei uns, würde ich sagen. Vielleicht ein kleines bisschen günstiger sogar. An und für sich alles saumäßig dreckig, widerlich. Aber das kennt ihr ja wahrscheinlich auch alle nach dem Urlaub. Das ist alles aus wie Sau. Gut. Ich muss den Akku gleich wechseln. Muss da selber auch noch mal hinten auf den Pott drauf.
Und dann geht's weiter. Auf jeden Fall noch nach Deutschland rüber. Und soweit wie wir kommen, mal gucken, ob wir nach Hause fahren. Das steht alles noch in den Sternen. Alter Schwede, ist hier überall Scheiße drauf. Naja, egal. Ist so. Goodie. Setz mich. Der ist am Scheißen, Alter. Nein. Wir machen nochmal Pinkelpause. Wir sind immer noch in Tschechien. Da hinten sind schöne Berge. Den habt ihr vielleicht gerade in den Zeitraffer so ein bisschen entdecken können. Richtig cool. Aber wir haben es auch nicht mehr weit. Ungefähr noch 80 Kilometer vielleicht, 70 bis nach Deutschland rüber. Fahren wir über Dresden. Ich würde euch dann, ja, blende ich euch dann sowieso mal ein. Die Route, weiß nicht wann, werdet ihr dann sehen. Das habe ich ja dann so eine Routen-App für. Ja, Wohnwagen fährt sehr gut hinterher. Wir haben einen Bewohner mitgenommen hier. Keine Ahnung, ob der die ganze Zeit dahinter hing. Ich denke mal eher nicht. Ja, für uns geht es jetzt weiter. Es ist ungefähr 1 Uhr, halb 2 vielleicht. Wenn wir in Deutschland sind, werden wir Mittagspause irgendwo ansteuern. Denkt mal, Meckes. Macht eigentlich total Sinn am meisten. Und hier geht es für uns erstmal weiter. Nützt ja nichts. Und da muss ich noch mal beigehen, eine irgendwie zu Hause. Das werde ich wohl abholen. Das ist ja hässlich. Okay, so viel erstmal dazu. Pinkelpause quasi beendet. Pinkelpause ist beendet. Ja. Kannst du machen, wir düsen, wir fahren weiter. Hast du das Loch zugemacht am Klo? Ja. Top, weiter geht's. Ja, das war mal wieder Content jetzt gerade. Ja, meine Stimme hört ihr schon. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Ja, offensichtlich sind wir gerade über die alte Passstraße nach Deutschland rübergefahren. Navi hat gesagt, biegt mal ab von der Autobahn, spart ihr euch 50 Minuten ungefähr, bummelig. Ich gedacht, okay, 50 Minuten ist echt, kann man mal machen. Aber dass das da so berghoch geht und so steil ist und boah, dass wir im ersten Gang hochgekrepelt sind und im ersten Gang ist alles fast abgewürgt. Also dann war auch noch ein Fahrradfahrer, der da sich auch hochgekrepelt hat. Da mussten wir dran vorbei und da kam auch noch was entgegen. Ey, wir haben so geschwitzt hier. Ey, was wäre denn passiert, wenn der Wagen abgewürgt oder hätten wir anhalten müssen? Wir wären noch nicht wieder in Gang gekommen. Alter Schwede. Komplett. Ja, komplett am Schwitzen. Aber wir sind in Deutschland. Hurra! Alter, das war ein Erlebnis. Ich hätte euch gerne mitgenommen auf Kamera, aber das so schnell war die dann auch nicht parat. Das Auto natürlich am Abkochen hier, rot, alles angezeigt, hier nur Heizung aufgedreht, volle Lüftung, Fenster alle runter. Sehen, dass wir die Temperatur rauskriegen. Krank, wirklich krank. Aber war ein Erlebnis. Das Auto ist jetzt gefühlt 15 Jahre älter gerade geworden, glaube ich. Alter Schwede, voll am Schwitzen. Aber gut, so ist das. Jetzt sind wir in Deutschland, noch nicht auf der Autobahn wieder. Das werden wir wohl auch gleich machen. Ach, es kommt wieder Pässe. Ah, okay. Ich lasse mal ein bisschen laufen, denke ich mal, nach vorne. Guck mal hier, machen wir so ein bisschen Spitzkehre noch hier. Ja, aber so schlimm wie es jetzt ist, wie es so war, so war das. Also hier ist besser, sagen wir es mal so. Also hier gerade in, wie heißt das, Hellendorf? 400 Meter, leicht rechts abbiegen auf S173. Ja, krass, das war heftig, das war ein Erlebnis. Hut ab. Aber eine schöne Aussicht von da oben, also kannst du wirklich richtig geil über die Berge blicken. Und in dem Dorf jetzt gerade eben. Auf S173. In dem Dorf jetzt gerade eben auch überall so Klamotten und so ein paar Körbe, Souvenirs zu kaufen. Im Streckenverlauf Kippen, 9 Kilometer voll. Kippen konntest du kaufen. Aber es geht hier schon wieder bergauf. Oh je. Yeah. Ich weiß nicht, was da los war auf der Autobahn, ob die gesperrt war auf dem Stück. Wobei dafür sind es eigentlich auch zu wenig Verkehr hier. So, der dritte Gang ist jetzt schon wieder am Versagen gerade. Naja, nee, geht. Geht. Achso, warte mal kurz mit dem Abschließen noch. Es ist 15.30 Uhr circa. Wir haben jetzt McDonald's angesteuert. Hier, schön Mc's.
Wir haben Hunger, einmal Pause machen. Sind jetzt schon hinter Dresden bei Halle fast. Also kommen gut vorwärts. Sehr, sehr gut, muss ich sagen, bisher. Top. Jetzt erstmal Mittagspause machen, uns hängt der Magen ein bisschen durch. Ja, bis dann erstmal. So, wir haben gefuttert bei Mickes. Diesmal kein Burger vergessen. Wow, da gehört echt schon mal was zu. Die haben sich Zeit gelassen. War richtig gut. Also für Mickes Verhältnisse gut, war völlig in Ordnung. Wir hatten auch echt Hunger, waren richtig durch. Jetzt haben wir gesagt, 4 Stunden, also es ist halb 5 fast und nicht ganz 4 Stunden ungefähr bis nach Hause. Ja, das werden wir versuchen. Komm. Nee. Du bist so dicht. Wie fährst du zu Karls? Achso, hier zu Karls Erdbeerdorf wollen wir nicht. Nehmen wir noch einen weiter. Gut. Hier müssen wir erst rauf. Naja. Ja, hier auch essen. Hätten wir bei Karls Erdbeerhof noch eine Erdbeerkuchen oder so essen können. Aber wenn ich jetzt dann Kuchen und Essen denke, dann bin ich da jetzt mit drauf. Also jetzt geht's auf die A14 wieder Richtung Leipzig und nach 400 Metern auf A14 fahren. Ja, und dann sind wir schon bald zu Hause. Na ja, ganz noch nicht, aber 4 Stunden kommen, das ist jetzt nicht mehr weit. Ne? Da will man jetzt nicht noch irgendwie Halt machen müssen, bin ich der Meinung. Habe ich aber letztes Mal Höhe Halle auch gesagt, im letzten Jahr. Könnt ihr euch hier gerne nochmal angucken. Rückreisevideo Kroatien. Sehr kontrovers diskutiert. Also, bis dann erstmal. Ja, super fahren heute. Wir sind jetzt schon an Halle vorbei. Quasi auch an Leipzig schon vorbei. Schon von Magdeburg. Zwischen Leipzig und Magdeburg sind wir. Wir werden jetzt gleich auf die ich glaube 36 ist das dann hier Richtung Harz, am Harz vorbei. Wo ich letztes Jahr gesagt habe, die Strecke ist richtig cool, die werden wir dieses Jahr bewusst nehmen, weil die echt schön ist. Und nochmal schöne Blicke auf den Harz, auf den Brocken werfen. Die Autobahn ist super frei heute, aber seht selbst. When you're tired and warm and you feel like you can't go on, I'll be there to put one foot in front of the other. When you've lost your way, oh, the first time your heart breaks, I'll pick up the pieces and put them back together. Der grüne Handschuh. Ihr wisst, was das heißt. Wir müssen tanken. Wir sind aber jetzt schon kurz vor Braunschweig, haben gerade noch mal eine Pause gemacht oder wollen jetzt gleich noch mal eine Pause machen, eben das Auto tanken und dann geht es in die letzten 1,5 Stunden. Vorher machen wir aber noch kurz einen Moment Pause. Was auch immer das ist, was hier sich zerspammt hat, aber hier hängt ein fetter Stachel raus. Ja, wir machen hier gerade mal auf. Hier hat ja irgendwann mal der Marder seinen Dienst geleistet. Das ist auch nicht schlimm. Aber hier steigt eine Hitze auf. Alter Schwede, ey. Der muss echt mal. Der hat gelitten, der Wagen jetzt die Fahrt über. Alter Schwede. Der ist 10 Jahre gealtert, würde ich fast mal sagen. Aber egal. Dann lassen wir ein bisschen ausdampfen. Genießen hier jetzt die Pause im Schatten. Und dann geht es in die letzte Etappe. Nach Haus. Dass wir dann auch heute ankommen. Wie gesagt, ich hätte auch sonst noch genächtigt, wäre auch kein Problem. Aber es ist gerade mal jetzt irgendwie 6:30 oder sowas abends. Ja, da kriegen die letzten 1,5 Stunden jetzt auch noch gefahren. Das ist alles kein Ding. Dann heißt es Urlaub beenden, alles wieder fertig machen. Aber ganz so weit sind wir ja noch nicht. Aber wir sind schon ziemlich dicht am Urlaubsende angelangt. Leider ist auch der zu Ende. Und dann geht es erstmal wieder los reparieren. Hier die Aussteller gehen beschissen, die müssen neu, die halten so ganz komisch.
Ja, so ein paar Sachen sind halt irgendwie kaputt. Da wollte ich mich hier um dieses Abgeflatterte mal kümmern. Aber ja, kommt Zeit, kommt. Rat, hätte ich fast gesagt. Dann hatte ich ja einen Kommentar gesehen bei dem Packvideo von wegen, ja, so ein bisschen Tuning-Maßnahmen wegen Gewicht. Da wurde der Fahrradträger angesprochen. Könnte man noch abbauen, wo wir eh keine Fahrräder mitschleppen. Ja, absolut korrekt. Da werde ich vielleicht, wenn ihr Bock habt, mal so ein Pimp mal Gewicht Video machen. Also schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr Bock das habt, darauf hier ein bisschen Gewicht einzusparen bei dem, wie man den ein bisschen leichter kriegt. Ja. Dann schreibt es doch gerne mal. Ich sehe gerade, dass das Stützrad hat sich ein bisschen runtergearbeitet während der Fahrt. Kann sowas sein. Kann bestimmt sein, oder? War wohl nicht richtig fest. So. Ja. So viel erstmal zu der Front. Ich melde mich sicherlich nochmal. Bis dann erstmal. Ja, ihr seht, wir haben es erreicht, unser Ziel. Zu Hause. Hier ist gerade Fußball. Die Damen spielen. Ja, jetzt muss wir hier rauf. Und dann schauen wir mal. Dann ist erstmal Ausräumen angesagt. Wie immer so, ne? Nach dem Urlaub. Ich melde mich morgen früh einfach nochmal mit dem Abschluss. Jetzt ist erstmal hier raufmovern angesagt, fertig werden und morgen früh aus dem Wohnwagen beende ich dann den Urlaub. Bis dann erstmal. Tschüssing. Ah, ja, wir sind angekommen. Oh, das sieht hier immer noch aus wie Sau. Und es hat sich ein bisschen verzogen, verschoben. Ja, was soll ich sagen? Wir sind jetzt einen Tag hier, also. Wir haben heute schon ein bisschen gerödelt, ausgeräumt, haben wir gestern schon das Gröbste. Aber hier liegt halt noch alles rum. Ne? Der Wagen ist auch noch dreckig. Da hinten ist noch alles versifft. Ja gut, wir haben jetzt hier mit 4 Leuten gute 2,5 Wochen Urlaub drin gemacht. Mein Fazit zu dem Wagen, top, hat sich bewährt, fährt sich. Ich kenne ja nun auch die 2,50 Meter Varianten. Wohnwagen und der fährt sich echt besser hier, der 2,30 Meter fährt wesentlich besser, es ist wesentlich stressfreier, den zu fahren. Also ich kann das ja jetzt beurteilen und wenn ihr euch unsicher seid, ob ihr einen Wohnwagen ziehen wollt, kann ich euch wirklich nur zum 2,30 Meter raten. Also der fährt sich, das ist total super, ganz entspannt. Durch die Aerodynamik kann er, glaube ich, auch sogar noch ein bisschen weniger an Spritverbrauch, werden jetzt so durchschnittlich 9,5 Liter da angezeigt am Auto. Bei dem anderen ist er mal auf 11,5 gewesen oder auf 11 ungefähr. Kann aber auch mich täuschen oder so. Weiß ich nicht. Ja, es ist was einiges, was heißt einiges, aber es ist ein bisschen was kaputt gegangen. Ihr seht ja hier, Besteck liegt hier. Die Schublade hier, die hat sich, die ist hier so aufgesetzt auf dieser Schiene, dass man die so hin und her schieben kann. Hat sich wohl alles ein bisschen durchgewackelt, ist jetzt durchgebrochen. Die klebt gerade. Ja, wie gesagt, hier ist noch Siff, da ist noch Siff. Kühlschrank habe ich schon mal leer, zumindest, aber auch noch nicht sauber. Ja, so steht halt immer einiges hier noch an. Hier liegen noch ein paar Klamotten. Hier ist noch so ein Schnappes. Ja, waren ja dadurch, dass sehr, sehr viele Mücken waren, so grüne, sind hier überall so suspamte Mückenreste. Das heißt, hier müssen wir erstmal richtig sauber machen. Aber gut, so ist das halt vor und nach dem, oder speziell nach dem Urlaub. Ich mache das ganz gerne immer gleich wieder fertig, damit, ja, damit er halt sauber ist. Ne? Da muss man am nächsten Mal vielleicht nur einmal kurz durchwischen und soweit das fertig machen. Ja, yeah. Okay. Wir haben einen schönen Urlaub gehabt. Ich hoffe, euch hat die Reihe gefallen. Mich würde es super freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst und sowieso euch diese ganze Ungarn-Reihe anguckt. Das Video packe ich, wie gesagt, alles zusammen in eine Ungarn-Playlist 2024, so wie ich es letztes Jahr auch gemacht habe. Und dann stehen die Videos da alle zur Verfügung. Ja, würde mich freuen. Lasst ein Abo da. Finde ich richtig gut. Und vielen Dank schon für die 1200 und aktuell 40 Abonnenten.
top. Ihr seid echt top. Hammer. Ja, bleibt mir nicht viel mehr zu sagen als Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Hat mich gefreut. Ciao.